Jo Leute, wir sind hier bei Let's Play Final Fantasy 7 Crisis Core. Und zwar im Core. Jetzt geht der Kampf gegen diesen Replik los. Ah, ich finde Genesis voll cool, vor allem seinem Schwert. Ja, was er irgendwie jetzt nicht hat. Ja, das kann man nicht kopieren, das ist einzigartig, das ist einfach nur sexy. Pah. Physische Resistenz, jetzt kannst du machen, was du willst. Du kriegst keinen Schaden. Das mag ich so lernen. Oder auch wenn wir das Mädchen, das was nächstes in. Die ist cool, ja, man, Disney. Was nächstes als in die DBW-System kommt, nicht Disney, sondern das nächste. Oh. Aha. Wenn Zack nicht. Dann hätten die bestimmt Geschlechtsverkehr gemacht. Oh, wir haben Barriere bekommen. Muss das immer herstellen. Ja, ich habe Barriere immer mit Shell kombiniert, dann kam Wall raus. Dann hat man beides gleich. Und jetzt so... Pork! Ah, ja, zu Angiria, danke, Sancho. Du verstehst, Lolos Rex? Ja, du wirst wieder mal so nett, Zack. Keine Gnade. Na okay, ich hatte auch mal so einen geilen Flügel. Ich muss den aber absäbeln. Weil ich sonst... Ach, egal. Ich hatte mal welche. Aber nicht die, die ihr denkt. Gar nicht. Für die, die welche haben, steht's für Monster. Mhm. Niemand kann sich einig werden. Ja, wir essen hier nicht nur Chips, wir lecken sie auch. Mhm. Die sind so gebogen, wie so kleine, nein, das nenne ich jetzt nicht. Was hast du jetzt da? Das ist nur ein Laden. Ja, ich kann kaufen. Ah ja, stimmt ja, wir sollten ja was machen. Ja. Vergessen. Ich auch, ja. Naja. Einen süßen Hintern. Video. Oh nee, das mag ich nicht. Did you find something out? Ja. Angel has been sighted. So it's search and destroy. The army is mobilizing, but there's still time. You and I will find them before they do. And why? Fail to eliminate them. For real? Yes, for real. Excellent. Probably. Cool. Ja, wir hatten gerade Stimmungsschwankungen von dem pubertären Zack. Genau, der noch in der ins den Kinderschuhen steckt. Ja, der ins Telefon gebrüllt hat, weil er einfach keinen Harten mehr bekommt. Und da ist ein Speicherpunkt, das beendet, das heißt für uns das Ende. Noch nicht. Wir werden zwar damit jetzt den Rahmen sprengen, damit wir noch ein bisschen was raufkriegen. Werden wir für euch eine kleine Mission machen? Ja, ach ja, die kriegen wir noch hin. So kleine Abrundung. Julius Versuchslauer? Ja. Experiment Nummer 2. Nein, oder? Haha! Darauf habe ich jetzt ganz ehrlich keinen Bock. Schicksal! Das ist kein... Schicksal! Ja. Egal, wir sind jetzt so eine hohe Stufe. Aber ich dachte, wir haben neue Materie. Das Vieh ist einfach nur am Arsch. Wir haben sogar schon die Feuerklinge. Ja, Mann, das ist hier. Das Vieh kann uns nichts mehr. Fotogen. Wir sind wieder im Rausch. Also, was will das Vieh unten? Ah, das hat nicht mehr getroffen. Schade. Egal, 8 Streich, der ist auch gut. Diesmal nicht am Drücken.
Ja! Und wir haben den ersten Bahamut gesiegt, aber leider nicht den, um die S-Bar freizuschalten. Ja, das ist ganz schön ärgerlich. Und wir haben ein Amulett und das beendet die Folge. Und, wir sehen uns das nächste Mal bei Let's Play Final Fantasy 7 Crisis Core. Tschüss! Tschüss! Blablabla. Und, das, und wir versprechen euch, nachdem wir das beendet haben, wird es erstmal weitergehen mit der Story. So die mysteriöse Materie. Ganz genau. Dab, dab, dab. Yeah. Das ist die Höhle. Genau. Genau. So. Jetzt müssen wir ein Tamberi... Ah ne, es war ja dieser komische Gegner, dieser Mini... Ah, hier erscheint Tamberi, das weiß ich. Glaube ich. Diese Höhle hasse ich auch irgendwie. Ja. Der Spast hier. Sehr niedlich. La 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 la. Lol. Ja, ihr seht schon, er ist zwar gar nichts drauf, aber an HP, TP hatte er viel. Seht ihr? Oh, die Materia. Ja. Ach, Odin. So einfach ging es, Odin zu bekommen. Ja. Ja, das ist schon toll. Es wäre schon mal geil, gegen Odin zu kämpfen. Jo. Und ich glaube, bei Mission fängt gerade die Yuffie-Serie an. Die werden wir aber jetzt nicht machen, oder? Einmal Hölle und zurück. Nein, das war's nicht. Der Kostbarkeiten ist ja. Aber auch egal. Ja, weil... Es wird zwar erst ein bisschen früh sein, aber wir werden jetzt schon mit dieser Folge beenden, da sie spezialisiert jetzt nur auf Odin war. Und in der nächsten Folge, wie versprochen, geht's mit der Story weiter. Wir sehen uns. Yo, Leute, hier bei Let's Play Final Fantasy 7 Crisis Core. Ich mit der Handlung weiter und ja, wie schon versprochen, mit der Handlung. Ja. Let's go. Now can the party start it? OMG, was ist das? Eine hässliche Krüppelhexe mit einem Stock? OMG, ist das Neptun? Und dieser Höllenlärm weckt sogar Neptun. Hä, war was? Hä? What the fuck? Der ist ja stärker als Bahamut, jetzt ehrlich mal. Ja. OMG. Das ist toll. Alter, wir haben heute wirklich Glück. Fusion, Gegenstände, alles einfach. Und wir grüßen Gottfuß. Lolus Rex. Yo. Und Handballboy, nicht zu vergessen. Handballboy. Ein lustiger Typ, den jeder bestimmt mag. Ja, genau. Nein, Witz. Ist der aus wie Angel? Oh Gott. Hat er etwa auch Repliken bzw. von sich selbst Kopien gemacht? Wäre es nicht viel sinnvoller, wenn das Monster jetzt irgendwie das Gesicht abgerissen hätte und sich auf den Kopf geklebt hätte? Das wäre auch logisch. Monster machen sowas. Ja, er hat sich mit einem Drucker kopiert, Mann. Ja, genau. Ja, jetzt kommt die supergeilste Szene aus unserem Intro. Mhm. Was, nein? Jo, also Angier und Genesis gegen Sephiroth.
Ist auch klar, wer gewinnt. Natürlich. Na, der Boden. Natürlich. Guck doch, die sind doch alle geliefert ohne den Boden. Die würden da einfach runterfallen. Genau. Oh, die Sister Ray. Die Superkanone. Nee, die ist... Ah ja, doch, die... Oder, Sister Ray? Ja, kamen die nicht erst später? Nein. Weißt du, was lustig ist? Die Sister Ray... das ist richtig witzig. Die Sister Ray, das stand schon immer da dran. Als die für der Diamond Tanker gemacht, stand schon da dran, dass sie Sister Ray heißt. Und die Scarlet hat ja in der zweiten CD dann gesagt. Ja, wir nennen die Sister Ray, obwohl sie schon Sister Ray hieß. Ah ja, so wie es genau... Oh, jetzt wird Genesis alleine... Ey, Sam, ey, irgendwie haben Genesis und Zack ein bisschen was gemeinsam. Sie wollen beide Helden werden. Dieser Kampf ist einfach nur geil. Yeah. Vor allem, ich finde Genesis' Schwert viel besser. Ja, das muss man wirklich sagen. Auf das Rot passt alles perfekt. Wenn man gegen Genesis wirklich am Ende kämpft, der ist einfach nur ein Weichei. Also echt, ja. Der kann einfach gar nichts. Wieso verrätst du das eigentlich jetzt schon? Weil es wahr ist. Das war eben gerade eine Spoiler-Kacke, die er gerade gesagt hat. Also nicht hinhören. Achso, denn das war eine Lüge. Ah ja. Ich finde alle schwach. Haben wir ja gesehen. Niederlage gegen Ifrit, Niederlage gegen Bahamut. Leck mich, du hast auch gegen die verloren. Vor allem, ich habe gegen Bahamut verloren, ich habe gerade gegen ihn gewonnen, also. Was für Freunde, ey. Er war einfach mal so ein Feuerball in die Fresse gehauen. Ey, vielleicht wollte er ihn einfach nur die Haare schneiden. Ah, kann sein. Jetzt. Epic Musik, pur. Ja, das kennen wir doch irgendwo, ja. Natürlich kennen wir das. Dein Heavy-Dinner? Der hört es bei uns immer auf. Na jetzt. Fuck! Ein ganz schöner Trainingsunfall. Ja. Brauchen die dann nicht irgendwelche Wenn Brillen? Arme abfallen können und er sagt nur ein Kratzer. Infinite Destiny to the gift of the goddess. Oh man, so schwul ein bisschen. Even if the morrow is barren of promises, nothing shall forestall my return. Naja. As far as Genesis was concerned. But as for Angeal. Angeal? What happened? Er wurde impotent. Later, I received one of his famous lectures. About what? Always the same. Discipline, dreams, honor. Honor. So it's true. They're in league with Hollander. Schon wieder dieser Holländer. Ich will die mich persönlich mal kennenlernen. Es gibt viele Holländer. Ich weiß. Aber ich will nur einen kennenlernen. Und zwar Holunder.